Ja, untersuchen wir zuerst mal dieses Zimmer und danach geht's dahin. Guck mal, da oben ist, da ist ein Apfelbaum. Ist Gemälde an der Wand ver... Ja, ich sehe es. Verleihen diesem Zimmer einen gewissen Charme. Voll hübsch. Dieses Gemälde lässt das Herz höher schlagen, nicht wahr, Professor? Ah, ist da auch ein goldener Apfel dran? An dem Baum? Wir uns die Schlange verführen, einen Apfel zu essen? Nein, das sowieso nicht. Da, so viele Kuscheltiere und Spielzeuge. Genau, wir finden hier Flora. Den kurzhaarigen Exidor finde ich hübscher, nicht wirklich. Oh. Die gantomanische Hinweismünze. Stimmt, ich wofür habt ihr auch. jetzt eigentlich Irgendwas mit gebraucht? Liebe. Wir haben gar keine Fehler gemacht. Nee, wir haben einmal neu geladen. Ja, wir haben sozusagen zwei Ja. Aufnahmen in dieser Aufnahme. Ja. Ah! Mr. A! Professor! Hinter dem Vorhang! Ist Ein Mann! schlecht! Ein alter Immer! Mann! Das ist schräg! Das ist konfus, Vius! Oh! Das ist eine Puppe. Diktat, oder wie hat er es genannt? Diese mysteriöse. Was? Wer hat Konfusius, der sich all seiner Kleidung entledigt hat, oder wie hat er es gesagt? Ja! Ja! Oh. Moment, stell das dann mal wieder hin. Ich drehe mal Mark lauter und den gesamten anderen Rest. Was passiert bei euch? Besser? Das Mi er schmeißt wieder das Mikro um. Ja, mehr mache ich eigentlich nicht. Die ganze Zeit schon. Oh. Oh, nur eine Puppe. Oh, da bin ich erleichtert. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Sophie muss mit dieser Puppe gespielt haben. Was ist das? Sehen Sie, Professor, hier ist ein Bilderbuch und es sieht aus wie das Liebermagier in Pink. Ja. Der Titel ist. Wie war der Titel? Ach so. Es ist ein selbstgemachtes Bilderbuch für Kinder. Frage mich, ob es für Sophie geschrieben wurde. Das wäre gut möglich. Es ist offensichtlich, dass es mit viel Liebe geschrieben oder und gezeichnet wurde. Vielleicht hat ja der Schöpfer die ganzen Geschichten sich ausgedacht, weil Sophie, um Sophie irgendeinen Gefallen zu tun damit. Wirklich? Und diese letzte Geschichte ist eigentlich nur, damit das Ganze aufgelöst wird, damit Sophie, keine Ahnung, irgendwas. Ich kann das leider nicht so Wenn man jetzt auf ausfüllen die mit psychologische Ebene Inhalt. geht, wäre ich jetzt spontan dafür, Sophies Mutter ist in einem Feuer umgekommen und damit sie das verarbeiten kann, hat der Schöpfer das alles erfunden, damit sie wieder damit klarkommen kann. Gute Idee. Und weil sie jetzt alt genug ist, kann er ja Genau, damit wird jetzt aufhören. alles aufgelöst. Ja. Es ist offensichtlich, dass es mit viel Liebe geschrieben und gezeichnet wurde. Ey, aber das könnte ja wirklich so in der Art. Das würde Ja. erklären, warum sie eine Erinnerung hat an ein großes Genau, Feuer. und die große Hexe ist ihre Mutter in Wirklichkeit. Also, Mhm. nicht, dass es eine gäbe, aber das ist Ja. die Figur. Es war einmal eine Stadt, in der eine böse Hexe lebte. Und wenn sie einen Zauber sprach, der Boden ganz doll bebte. Alle Klamotten verschwanden von den Leuten. Nein, ich bin noch da. Ich sag nur so wenig wie möglich, damit man nichts, was ich sage, als Spoiler empfinden kann. Ah. Alle Karotten verschwanden von den Feldern und die Banken waren plötzlich ohne Geld. Oh, mit Kürbissen statt Gold gefüllt. Was, echt? Also ja. Diese Banken? Ja. Ich dachte jetzt eigentlich. Ach nee, das Nein. hieß ja Bänke. Genau. Die Bürger mussten mit diesen und anderen Streichen der Hexe leben und wussten nicht, was sie tun sollten. Also haben sie Hexen verbrannt. Doch eines Tages tauchte ein tapferes junges Mädchen auf und sagte zu den Bürgern: Jedes Mal, wenn die. Jedes Mal, wenn die Hexe einen Zauber spricht, hält sie einen Stab in der Hand, oder nicht? Serena war das kleine Mädchen. Wenn wir ihr den Stab wegnehmen, können wir die. Wenn wir ihr den Stab wegnehmen, können wir die Hexe also. Zähmen. Als sie das hörten, stellten die Bürger der Hexe eine Falle und fingen sie. Eine Hexe, fangt sie! Oh.
Bei ihrem Prozess sagte die böse Hexe zu den Bürgern. Die bösere Hexe. Glaube ich erstmal gleich. Ja, die bösere Hexe, die gigantomanisch böse Hexe. Selbst jetzt lebt die legendäre große Hexe Arcana in dieser Stadt, weil sie sonst keinen anderen Platz zum Leben hat. Arcana ist die Königin aller Hexen. Sie ist es, die uns Macht verleiht. Uns. Macht. Was? Hexenmacht. Ja, Hexenmacht. Verleiht. Die Hexenmacht. Die Hexenmacht. Hexenmacht, Hexenmacht, Hexenmacht. Weiter. Ja. Die Bürger bestraften die Hexe und Frieden kehrte in der Stadt ein. Bis zum heutigen Tag lebt die legendäre Arcani irgendwo in dieser Stadt. Die legendäre Rosana, ja. Doch das tapfere Stadtvolk lässt sich von bösen Hexen nicht unterjochen. Es lässt sich untergüntern. Ich wollte auch sowas sagen. Die Geschichte von Arcana taucht sogar in Märchen auf. Sie ist wirklich eine mysteriöse Person. Wieso, denkst du, hat der Autor Arcana in einem Bilderbuch erwähnt? Und warum ist es die erste Geschichte? Vielleicht damit sich das Kind benimmt? So. Sowas wie. Ganz genau. Ich verstehe gar nicht, wieso die Kinder nicht darauf gehört haben. Ah, in der Tat. Das ist eine Möglichkeit, aber wenn das der Fall wäre, wieso wurde dann eine normale Hexe gefangen und nicht die große Arcana selbst? Es ist wohl etwas seltsam. Wenn Arcana selbst gefangen würde, wäre das ein eindeutigeres Ende für die Geschichte. Ja eben, finde ich aber. Deswegen ist es ja die erste Geschichte. Genau, und nicht die letzte. Und wenn man und dann wäre ja die Erklärung mit dem Stab wegnehmen nicht die richtige. Ja, weil die große Hexe Arcana braucht ja gar keinen Stab. Ja. Ja. Ich schon. So, denken Sie, es gibt dafür einen bestimmten Grund? Ein Rührstab. Ja. Diese Möglichkeit besteht. Sind hier andere selbstgemachte Bilderbücher abgesehen von diesem? Ja, hier drüben. Hallo. Selbstgemachte Bilderbücher, wo seid ihr? Ha? Ich sehe keine. Aber sie reden doch mit mir. Es scheint das Einzige zu sein. Das lässt da ahnen, dass dieses hier besonders wichtig ist. Immerhin ist Sophies Bilderbuch selbst gemacht. Ich wette, sie hat es wirklich geliebt. Sie denken also, der Schöpfer hat dieses Buch geschrieben? Die Schrift weist Ähnlichkeiten mit der Historia Labyrinthia auf. Dieses Buch scheint sorgfältiger geschrieben worden zu sein, aber ich nehme an, der Schöpfer hat es verfasst. Also hat er es als Vater für seine Tochter geschrieben. Das war aber nett von ihm, auch wenn die Geschichte etwas gruselig ist. Ich würde so viel gern dieses Buch bringen. Oh, das wäre wirklich so eine krasse Sache, wenn das jetzt einfach ein riesengroßer Aufwand eines Vaters für seine Tochter ist, nur damit sie, was weiß ich, tatsächlich, ich könnte mir das gut vorstellen mit dem Tod ihrer Mutter, weil die kommt gar nicht vor. Nee, wird auch nie erwähnt, glaube ich. Ich gucke jetzt nicht nach rechts für den Fall, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und jemand schreibt, nein, 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 die spoilern alles oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und nach oben gucke ich dann auch nicht, genau. Okay, ich blende es einfach aus. Ich gucke dafür nach oben und sie sagt, wenn ihr gucken könnt und wenn nicht. Hä? Okay. Achso, okay, danke. Wir müssen gut darauf Acht geben. Gut darauf Acht geben, bla bla. Oh, erste Geschichte zu den Gegenständen hinzugefügt. So. Und ich habe extra mein Pokerface aufgesetzt. Pokerface? Pokerface. Kakapador. Ich denke, wir haben alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Gehen wir weiter. Gut. Schwab. Raum des Schöpfers. Was wir wohl im Raum des Schöpfers finden werden. Die alte Sophies Mutter, genau. Oder die gar nicht gestorben ist. Gar nichts. Ja.
3 Hinweismünzen. Oh Gott. Aha. Das sieht ja aus wie bei... mir. Genau. Bei Mark unterm Sofa. Was halten Sie davon, Professor? Es ist ziemlich unaufgeräumt. Dies scheint der oberste Raum des Turms zu sein. Ich fühle mich hier irgendwie heimisch. Das Papier hier auf dem Boden scheint dasselbe zu sein wie das, auf dem der Schöpfer seine Geschichten niederschreibt. Dieses Zimmer ist zweifelsfrei der Raum des Schöpfers. Das ist der Raum des Schöpfers? Oh, ich hätte es mir etwas erhabener vorgestellt. Ein Thronsaal mit rotem Teppich oder so. Ich gebe dir recht, es scheint etwas exzentrisch, aber trotzdem sieht es wie die Chatube eines Autors aus. Eine Chatudier-Chatube. Wie eine Chatudier-Chatube. Wahrscheinlich hat er den Großteil seiner Zeit damit verbracht, hier Geschichten zu schreiben. Diese Geschichten. Ich frage mich, was Sophie davon gehalten hat, dass ihr Vater diese Geschichten für die Bürger der Stadt geschrieben hat. Ich frage mich, ob sie auf das Ende einer neuen Geschichte sich gefreut hat, oder ob sie... Die Geschichten waren wohl eher für Erwachsene gedacht und nicht für ein kleines Mädchen. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass der Schöpfer Sophie viele der Geschichten gezeigt hat. Wenn das so ist, hatte sie wohl nicht oft Gelegenheit, mit ihrem beschäftigten Vater zu sprechen. Das heißt, sie muss sich hier sehr einsam gefühlt haben. Es muss schwer für sie gewesen sein, zu wissen, wie wichtig diese Geschichten für Leute in der Stadt waren. Aber das sollte nicht so sein. Ein Kind sollte mit seinem Vater sprechen können. Du hast völlig recht, Luke. Ich denke, Sophies Gefühle für ihren Vater werden noch eine wichtige Rolle im kommenden Prozess spielen. Professor... Luke. Wie ich dich kenne, muss dir gerade einiges durch den Kopf gehen, Zwinker, Zwinker. Nein, Professor. Oh. Schnell weiterkommen. Aua, mein Auge. Das war daneben. Wenn du also über irgendetwas sprechen möchtest, sagst du es mir ja. Ich habe immer Zeit für dich, Luke. Also, wollen wir uns hier ein wenig umsehen? Natürlich, nur umsehen. Nichts anfassen. Aber Herr Professor, Sie haben doch gerade gesagt, Sie wollen nichts anfassen. Ja, ich meinte im Raum. Aber ich bin noch in dem Raum. Nicht mehr lange. Oh. Okay, Hinweismünze da drüben. Keine versteckten Rätsel, ne? Weiß ich gar nicht jetzt. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt in die Mitte. Entschuldigung. Jo. Sehen Sie, Professor, ein Foto. Fangen wir es. Essen wir es. Ich dachte nicht, dass es hier überhaupt Fotos... Ja, stimmt, wieso gibt es hier Fotos? Oh. Okay. Das war aber nicht auf dem Foto. In der Tat. Das ist nicht gerade etwas, was man hier erwarten würde. Das dachte ich auch. Ich habe hier sicherlich noch keine Kamera gesehen. Ja, eben. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Foto ist. Okay. Was heißt das also? Aber wehe, der Chat spoilert den anderen Chat-Leuten was. Tut er's? Na, egal. Blablabla, gut bewacht. Was siehst du auf diesem Foto, Luke? Hier sind zwei Kinder, beides junge Mädchen. Beides jungen Mädchen. Oh! Oh! Ah, Sophie und Gloria, hey. Würde ich jetzt sagen. Außer Sophie hatte eine Zwillingstochter oder Gloria hatte eine. Zwillingstochter? Zwillingstochter, ja, ja. Genau. Genau, die sind gleichzeitig geboren, aber das ist, wenn das Kind im Mutterleib gleich auch noch ein Kind kriegt. Was gar nicht geht. Ja. Okay, also es heißt doch immer, wenn Kinder Kinder kriegen. Bei irgendeiner RTL-Serie. Ja, so. Stimmt. Okay, das Foto sieht ziemlich alt aus, oder? Oh, jetzt sehe ich auch ziemlich alt aus.
frage mich, wer sie sind. Oh Gott. Ja, ich frage mich auch, wer die sein könnten. Hm, eines der Mädchen muss Sophie sein. Es besteht kaum Grund für Zweifel. Sie haben recht. Nicht nur das. Schauen Sie da, da ist doch der Anhänger. Es ist dir, den Sophie... Ah, die haben beide diesen Anhänger. Ja! Die Tatsache, dass sie ihn schon so lange trägt, zeigt, wie wichtig er ihr ist. Das andere Mädchen ist vielleicht eine Freundin. Ach, komm schon. Wenn das so ist, könnten sie sich nahe gestanden haben. Sie sehen eben wie beste Freundinnen aus. Sehen Sie, sie haben sogar den gleichen Anhänger. Ja. Sophies Vergangenheit könnte auch wichtige Hinweise enthalten. Dies ist etwas, was ich sie gern persönlich fragen würde. Wir sollten das Foto fürs Erste ausborgen. Aber ehrlich, auf einmal ein Foto in so einer Welt? Ganz ehrlich, ich finde das komisch. Ich finde, das passt auch nicht so rein. Ja, und ist das überhaupt in der Welt oder ist das vielleicht sogar außerhalb? Hm. Oh, vielleicht ist Labyrinth ja gar nicht eine andere Welt, aber... Ja, das ist entweder ein bisschen... das oder die sind später halt erst auch alle reingekommen. Oh, Moment. Also man hat sozusagen Phoenix und Maya und Layton und Luke betäubt, um sie glauben zu machen, dass sie in dieses Buch... Nein. Mit den Dämpfen aus Teil 2. Ja, genau. Ich... nee. Weiter. Ich frage mich, ob hier noch weitere Hinweismünzen verborgen sind.